Was zum Geier haben jetzt Kosmetikprodukte mit Kameras zu tun? Sehr viel. Und nein, ich mache kein Schminktutorial, aber als Landschaftsfotograf hast du manchmal gut mit Mücken zu kämpfen, oder? Also gehört Anti-Mückenspray nicht sogar ins Kameragepäck? Da ist allerdings häufig Dethyltylethyt drin. Und das mag deine Kamera gar nicht. Ich arbeite manchmal auf Veranstaltungen, mache dort Check and Clean, also reinige Kamerasensoren. Und dann sieht man manchmal die Gummierung, die sich von der Kamera löst oder auch klebrig wird. Vielleicht kennst du das auch von anderen Produkten. Bei günstigen Dingen oder Sachen, die schon sehr alt sind, ist es vielleicht einfach so. Aber eine teure Kamera, da sollte es doch nicht passieren, oder? Du kannst die Kamera zwar einschicken, neu gummieren lassen, aber vielleicht sollten wir mal darüber sprechen, dass du einen erheblichen Beitrag dazu leistest, dass die Kamera so wird. Ich erzähle mal eine kleine Geschichte. Als ich früher noch im Verkauf war, habe ich viel mit Leuten gesprochen. Ich habe es ihnen auch immer gesagt, irgendwelche Handcremes oder auch Sonnencremes, die können die Gummierung angreifen. Oder auch zum Beispiel eine Displayvergütung. Ist genau das Gleiche. Hat Sony früher zum Beispiel gemacht, machen die heute nicht mehr. Aber bei einigen ist die Vergütung richtig schnell abgenutzt. Ich selbst hatte aber nie ein Problem damit. Aber ich benutze auch keinerlei Cremes, also gar nichts. Ich habe ganz natürlich weiche Haut. Aber ich war neulich in der sächsischen Schweiz fotografieren und habe an einem Tag dann so ein Mückenspray benutzt. Wie schon gesagt, ich weiß, sowas hat auf Kameras nichts zu suchen. Habe also meine Arme und Beine eingesprüht und nicht mit der Handinnenfläche verrieben. Aber das Spray zieht nicht wirklich ein und bleibt als Schicht auf der Haut. Ich habe irgendwann einfach nur meinen Arm angefasst und hatte das Zeug auf der Handinnenfläche, ohne es direkt zu merken. Dann habe ich irgendwann meine Trinkflasche gesehen, wie sich der Schriftzug, also die Farbe vom Etikett, total verschmiert hat. Ich hatte die Kamera nicht in der Hand, sondern am Capture Clip am Rucksack und habe versucht, die Kamera mit so wenig Berührung wie möglich in eine Tasche zu packen. Und trotzdem hat das Spray ein paar kleine Spuren auf dem Objektiv hinterlassen. Warum ist das so? Mückenspray ist häufig DEET. Hier steht es vorne auch direkt drauf. DEET steht für N-N-Dithylmetatoluamid. Oder auch einfach nur Dithyltoluamid oder einfach nur DEET, kann ich besser aussprechen. Und das ist ein Lösungsmittel und greift Kunststoffe an. Lösungsmittel können aber auch in anderen Kosmetikprodukten drin sein. Aber bei Anti-Mückenspray ist es besonders extrem. Da sind es gleich 50%. Und das Zeug greift richtig deine Kamera an. Also DEET hilft gegen Mücken, aber solltest du nur verwenden, wenn du eben nicht fotografieren gehst. Als Alternative gibt es Autan, soll jetzt keine Autan-Werbung sein, aber das verwendet heutzutage Icaridin. Chemie ist jetzt nicht gerade mein Leistungsfach, aber Icaridin greift jedenfalls nicht direkt Kunststoffe an. Das ist natürlich ein Vorteil. Ich würde aber generell einfach mit allem aufpassen, egal was für Cremes oder Sprays ihr benutzt. Man sieht sich schon vorher alle Bestandteile an, die da drin sind. Alles könnte irgendwie einen Einfluss auf eure Kamera und vor allem auf die Gummierung der Kamera haben. Auch Sonnencremes. Kennst du schon meinen Masterclass Kamera Workshop? Das ist mein Online-Fotokurs speziell zu deiner Kamera. Den findest du hier auf klapsus.de. Schau mal, ob deine Kamera dabei ist. Falls nicht, schreib mir gerne, welcher fehlt. Und nicht vergessen, lass ein Like da und einen Kommentar. Danke und bis bald.